Moin moin, herzlich willkommen Leute, Let's Play City Skylines mit Wasserproblem hier oben. Warum? Kann sein, dass wir mittlerweile, okay, wassertechnisch an die Grenzen gekommen sind. Wir müssen mehr pumpen, aber ich möchte dann lieber ein bisschen Abstand halten, weil wir haben ja gesehen, teilweise der Fluss fast trocken gelaufen gewesen. Ist doch, die habe ich noch nie gesehen hier unten. Wieso schließen wir denn da nicht noch an? Aber wir noch nicht genau wissen, wo. Ich gehe einfach erstmal hier irgendwo hin. Und dann baue jetzt hier nochmal. Wohl, warte, es gibt doch noch mehr an Wasserversorgung. Was? Ein Pumpendienst. Der Pumpendienst hat eine Flotte an Saugfahrzeugen, die losgeschickt werden, wenn es in der Stadt überflutete Gebäude gibt. Achso. Frischwasser. Ökowasser austritt. Logische Abwasser. Aufbereitung. Abwasser sehr gründlich so, dass es zurück in das Gewässer fließen. So. Soll man also sozusagen zwischen den Dingern machen, damit man sauberes Wasser hier unten wieder Wasser leitet. Weil hier haben wir ja echt Dreck, ne? Ich platziere das da einfach erstmal, um mal zu gucken, ob das einen positiven Einfluss hat, dass hier ein bisschen weniger dreckig wird für den ersten Abschnitt. Aber das war jetzt, wir brauchen eigentlich eher mehr, ne? Das ist ein bisschen wenig. Noch mehr gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine Wasseraufbau. Achten wir auf Abwasser im Wassergebiet der Pumpen. Können Sie eine Wasseraufbau bauen, reinigt die Verschmutzung Abwassers 85%. Sollen wir die auch noch hier mit dran klatschen? Hä? Aber wir haben jetzt irgendwie, haben wir ein Wasserproblem, oder? Wir beobachten mal, aber werden jetzt erst noch mal hier oben eine Pumpe ransetzen. So, die ist auch direkt miteinander verbunden, das passt doch. Und wir wollen ja auch eigentlich immer noch einen Staudamm, ne? Aber das geht erst, wenn wir zum Beispiel hier jetzt noch ein Stück Land kaufen können. Weil dieses Stück hier unten wäre ja praktisch für einen Staudamm und dann hätten wir, glaube ich, Strom. Also definitiv hier keine Stromprobleme mehr. Wasser. Ja. Okay, das läuft sehr gut. Wirkbarkeit ist jetzt auch in Ordnung. Hier sehen wir so ein bisschen die Verdreckung. Ne? Das ist schon dreckig, dass alles geworden ist hier durch uns. Und das Ganze hat hier seinen Ursprung. Oh. Wir überfluten uns selber. Hochwasser. Wie machen die das? Die müssen woanders hin. Wenn, dann kann man die eher hier unten hinsetzen. Auch so scheinbar. Ja, da, guck mal, da sind die Abläufe. Das hätte mir ja auch mal einer sagen können. Ich weiß, einige von euch haben bestimmt schon die Kommentare geschrieben. Oh nein, du musst das anders hinsetzen. Jo. Kommentar braucht ihr nicht wieder löschen, könnt ihr drin stehen lassen. Die haben wahrscheinlich aber nicht genug Durchfluss, ne? So einer hat 120.000 Kubik pro Woche. So einer macht 160.000 Kubik und der macht auch 160.000 Kubik. Ich meine auch gar nicht so sauberes Wasser ableiten. So, jetzt haben wir es miteinander verbunden. Dann würde ich einfach mal riskieren, ein Abzeug. Hauptsache aber die. Wie sauber wird das Wasser? Sag's euch. So. 400 oder eher gesagt 390 Einwohner noch. Und hier unten kriegen sie Müllprobleme. Aktuell haben wir Gewerbegütennachfrage.
Sollten hier echt irgendwie ein Parkviertel einplanen. Weiß nicht, ob wir das hier denn machen sollten. Hier kommt jetzt noch mal ein bisschen Bürofläche hin. Und hier drüben sind wir tatsächlich schon komplett in der Holzindustrie, ne? Naja, also. Das ist immer so groß expandiert. Aber da werden andere Level spannend werden später, ne? Ich meine, hier ist ja wirklich noch mit nur 50.000 Einwohnern. Ja. Recht überschaubar. Züge geht aber, ne? Das haben wir tatsächlich so ein bisschen schon fließender gestalten können. Und ja, die Züge werden immer besser angenommen. Immer ein paar mehr Passagiere. Aber ist natürlich auch klar, weil sich immer mehr rundherum ansiedelt, macht das für immer mehr Leute Sinn, Züge dann auch zu nutzen. Was war das noch? DRL, achso. Gut. Sollen wir uns mal wieder den Spaß machen, unsere Verkehrsbereiche zu... Oh, was? Wir haben Einwohner verloren. Das ist ja frech. Mal erst nochmal hier vom Gebiet ran, weil wir brauchen noch jetzt noch diese 50.000 irgendwie. Und noch ein bisschen... Aber hier ist kein Platz mehr für Gewerbe. Hier wäre noch Platz für kleines Gewerbe. Ich weiß nicht, ob da jemand direkt an den Bahnschienen wohnen möchte, der hier seine Gewerbebetrieb aufnehmen möchte, aber können sie. Weil hier ist echt voll an der Not. Sollen wir mal sagen, hier ist Parkverbot? Aber wo fahren sie denn hin mit ihren Autos danach? Ich weiß nicht. Also Parkverbot. Wird nicht mehr geparkt. Ja, auch nicht. Dann parken sie auf der anderen Seite. Na. Wenn die nicht parken. Ist lustig zu sehen. Wenn man es auf der einen Seite wegnimmt, sind sie auf der anderen gleich. So. Wir brauchen hier freie Fahrt. Nicht eben noch gesagt, man kann Parkhäuser bauen, habe ich noch nicht gesehen irgendwie. Ups, das geht. Gibt es die vielleicht gar nicht in Cities Skylines oder gibt es die vielleicht auch nur als Mods? Wer es weiß, schreibt es gerne rein. Schade, dass ich nicht so wirklich sehen kann, wie viele Güter hier über den Güterbahnhof gelaufen sind. Mich schon interessieren. Und mal gucken, was machen unsere Landwirtschaftssilos eigentlich? Voll oder nicht? Hier oben hat man es platziert, neuerdings ein größeres. Kein Wasser, ist aber fast voll. Generell haben die hier oben am Berg Wasserprobleme, weil die Pumpe, die letztendlich angeschlossen ist am Stromnetz. Irgendeine Katastrophe gehabt oder was ist hier los? Das ist gerade so ein Teufelskreis, glaube ich. Nicht genug Wasser, nicht genug Strom und das gegenseitig blockiert sich gerade so ein bisschen. Gut. Theoretisch, das haben wir jetzt aber auch selbst gemacht, das Problem, ne? Dann müssen wir jetzt erst wieder dafür sorgen, glaube ich, dass wir genug Strom haben. Warte mal, können wir es über das Budgetfenster versuchen, einmal mehr ins Geld ins Wasser reinzustecken? Das Wasser kostet doch echt nicht viel. Mehr rein hier. Ich mach hier mal volle Budgets. Geld haben wir ja. So, ich hoffe, mich Wasser wieder ein bisschen weiter. Hoffentlich erreicht das Wasser auch die Kraftwerke, weil das ist eben, ne? Dann funktioniert es erst. Das erste Kraftwerk ist wieder am Netz. Hier fehlt jetzt noch ein bisschen Wasser auf dem letzten Rest. Stromverbrauch, Stromerzeugung. Ich würde echt gerne so einen dicken Staudamm bauen, aber
Offshore-Wind-Dinger. Wir können ein paar Photovoltaik-Energiepark machen, aber da muss auch sein, die wohnen eigentlich fast gar nicht. Offshore-Windmühlen. Hier im Fluss. Ah, kolossale Stadt. Wir haben es geschafft. Wie kriegen die überhaupt weg? Ja, doch. Das ist direkte Pumpenversorgung, so ungefähr hier Offshore-Wind. Mühlen im Fluss. Diese Bahnschienen noch anzuschließen an unser Schienennetz würde Sinn machen, aber schwierig. Aber cool, dass wir es endlich geschafft haben hier mit unserer Stufe. Heißt, wir haben jetzt schwimmendes Café, wir haben Kernkraftwerk erforscht oder freigeschaltet und ozeanische thermische Kondensationsanlage. So, Bootsmuseum. Im Bootsmuseum können die Bürger alte Boote bewohnen. Das ist ein wunderbares Touriziel. Bauen Sie ein Fährendepot, bauen Sie ein Fährkai, bauen Sie eine Fährhaltestelle. Öffentlicher Nahverkehr hat wöchentlich 5500 Passagiere. Ein Verkehrspark. Kinder besuchen den Verkehrspark. Motivenhain. Und den Lokomotiven bauen sie 7 Instanzen von großen Bahnhof. Nö. Aber interessant, unsere Ziele, ne? Also, das haben wir geschafft. Und 74.000 von 200.000 Leuten haben wir schon befördert, liebe Leute. Das ist ein Selbstläufer mittlerweile. Das läuft echt gut. Vor allem durch diese Entlastung, die wir gemacht haben in der vorletzten Folge, meine ich, war das. Wo der Bahnhof hier scheinbar auch ein bisschen überlastet ist aktuell. Ist aber halt auch so ein blödes. Ein dämlicher Endbahnhof. Aber auch nicht, dass wir von da nochmal weiterkommen. Sprich, von hier kommen wir nicht schnell genug unter die Erde. Da müsste man so eine Straße hier abreißen. Dann wird's gehen. Wir würden einen Tunnel machen, einen Kreis und hier anschließen. Ja, dann müssen wir nicht vor und zurück. Gleichzeitig könnten wir einen Tunnel machen und hier anschließen. Auch cool. Wird nämlich diesen ganzen Punkt da hinten entlasten. Wollen wir das mal machen? Ich glaube schon. Wir nehmen die Straße weg. Die eine Straße müssen die Leute verzichten. Dann bauen wir Schienen. Nicht U-Bahn. Ich mach den Zug jetzt unter Bahn. Und sind wir unter der Erde. Hier ist auch nichts. Oh, die grünen Punkte sind, glaube ich, die vorhandene Strecke, ne? Richtig sehe. Jetzt einmal hier hin. Versuchen wir hier anzuschließen. Leider sieht man das, aber nee, wir sind viel zu hoch. Viel zu hoch gekommen. Warte mal. Der ist nämlich viel tiefer hier. Fährt da rum und wenn er jetzt hier längs fährt, dann ist es perfekt. Das sind die Züge, die von hier oben irgendwo anders hin wollen. Die können jetzt da rumfahren. Das ist richtig genial. Natürlich hier wieder vielleicht für ein bisschen mehr Stau sorgen. Weil die da nicht rumkommen können. Aber dann lassen wir uns auch noch einen Tunnel und der muss kommt denn hier hoch. Schön.
Aber selten. Ich glaube, wir können hier sogar eine Straße irgendwas wieder hinbauen, oder? Nee, nicht. Aber dann so eine. Nee, auch nicht. Und der nächste halt, der kann auch dann hier längs fahren. Cool. Wir haben noch keine Erdölindustrie gebaut, ne? Wir wollten dieses kleine Gebiet eigentlich als Erdölindustrie ausbauen. Müssen aber erstmal gucken. Sorry. So wenig Dienstleistungen hier oben, okay. Aber eigentlich ist es so ein kleiner eigener Kreislauf. Das passt schon. Und vor allen Dingen hier kommen echt ordentlich Leute jetzt an, ne? Fast 500 in der Woche, 45 in der Woche. Das ist schon gut. Und hier kommt ein Kreuzfahrtschiff nach dem nächsten. Guck, die docken hier schon übereinander. Bediente Passagiere. 141 und da kommen immer mehr. Das passt schon. Damit können wir definitiv zufrieden sein, denke ich, was wir hier erreicht haben. Und neu ist das schwimmende Café. Ja, neben diesem schwimmenden Angler-Dingsums kommt jetzt hier noch ein schönes Café. Das braucht wahrscheinlich auch noch eine kleine Straßenanbindung und vielleicht ja auch nachher noch Strom. Und Wasser. Das schwimmende Café. Na, ist auch was Neues für unsere. Ne? Sorgt für noch mehr. Das ist unglücklich. Die können nämlich nur zu dem kommen, wenn sie da tatsächlich durchfahren. Wollen wir auch nicht mehr. In Zukunft abkürzen. Hm. Hier ist was los. Gefällt mir sehr gut. Güterbahnhöfe läuft. Ich glaube, Verkehrsprobleme und so weiter und so fort, das schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Also hier scheinen wir definitiv auf arge Verkehrsprobleme zu stoßen. Wir haben zu wenig Kreisverkehr, glaube ich, in dieser Region und zu viele Leute, die hier durch wollen. Vielleicht auch noch zu viele Ampeln, die man sich teilweise sparen könnte und vermutlich auch nicht richtig übergeordnete Bahn. Das ist nur eine zweispurige Straße. Das muss mal alles abgegradet werden auf eine dreispurige, denke ich. Dann können wir da vielleicht weiter mit arbeiten. Na, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.